Ei Gude und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Feedback Challenge. Ja, nach einem Monat Feedback Challenge wollte ich einfach mal Resümee halten über das, was geschehen ist in der Community, mit der Community. Und das Ergebnis hat sogar, oder das heißt sogar, hat mich auf jeden Fall überrannt. Das Motto war zwar Feedback Challenge, die Macht des Wortes, aber wie viel Macht das Wort wirklich hat und welche Kreise das zieht, in welche Lebensbereiche das Thema eindringt, das hat mich ja wirklich überrollt und ja, einfach wow. Danke euch allen dafür und auch für die Beispiele, die ich über die verschiedensten Kanäle reinbekommen habe. Was für die einzelnen Personen Feedback in ihrem Leben bewirkt hat. Ganz, ganz toll. Bitte schreibt mir da mehr Beispiele. Ich finde das einfach super. Nur um da mal so einen kleinen Blick drauf zu werfen, beziehungsweise einen Ausschnitt davon zu geben, möchte ich ganz einfach gern mit dir da draußen mal die Feedback-Kommentare nur unter diesem einen Video durchgehen. In der Tat waren es in dem Monat, abgesehen von diesem einen Video, 73 weitere Kommentare und nicht Kommentare wie Daumen hoch oder alles gut oder hey toll, sondern richtig, wo sich Leute damit auseinandergesetzt haben, mir auch gesagt haben, was sie zum Thema Feedback, was sie von der Challenge halten, was sie generell vom Thema Feedback halten. Da war wirklich schönes Feedback dabei. Da war auch, ich sag einfach mal, Feedback dabei, was mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Das möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Vielleicht seid ihr ja da der gleichen Meinung und könnt mir das erläutern. Ich kann es bis jetzt noch nicht verstehen. Aber dazu später gehen wir jetzt erstmal auf das Feedback, direkt zur Feedback-Challenge. Und zwar haben wir da einmal den guten Evil, sehr schönes Video, Mischka. Ein kleines Stück Freundlichkeit kann uns unser aller Leben verbessern. Das, ich glaube, treffender auf den Punkt gebracht kann man es einfach nicht sagen, Evil. Was wäre das Leben ohne Freundlichkeit, wenn jeder nur an dem anderen vorbeilebt, sich nicht mehr grüßt? Heute wird man auf der Straße seltsam angeschaut, wenn man einem Fremden guten Tag wünscht. Das ist unsere Welt, so wie ich sie bis jetzt erlebe. Zumindest, wenn man in Großstädten unterwegs ist und der Betreffende ihn nicht kennt. Also vielen Dank und ja, von D-Rex 1987. Ich persönlich kommentiere eher weniger. D-Rex vorneweg, damit bist du nicht alleine. Das sind sehr, sehr viele Zuschauer, die weniger kommentieren. Nicht jeder ist irgendwie eine Rampensau wie Black Suicide oder Zu. Aber genau darum ging ja auch die Feedback-Challenge. Auch mal die leisen Stimmen, die sonst nur zuschauen und genießen zu hören. Und da schon mal vorneweg vielen Dank. Aber wir gucken erstmal weiter. Wobei sich das zurzeit tatsächlich ändert und ich mir dann auch die Mühe mache, etwas zu den Videos zu schreiben, wenn ich der Meinung bin, dass ich was zu sagen habe. Bin selber kein Freund von Kommentaren zu verfassen, die eigentlich nur more of the same sind. Aber nach deiner Erläuterung ist es eigentlich ganz plausibel, dass auch diese kleinen Aussagen einen enormen Motivationsschub geben können. Wird in Zukunft sicher öfter mal Feedback geben, auch wenn ich persönlich den Wert davon unter Videos, die ewig alt sind, vollkommen unterschätzt habe. Ja. Das ist natürlich richtig. Wenn du jetzt ein Video von einem großen Streamer wie, weiß ich nicht, Kronk oder so siehst, und da steht schon 10.000 Mal Hey Super drunter, dann macht das 10.000 und einste Mal den Bock nicht fett, wie man so schön sagt. Aber gerade wenn man als Streamer irgendwie in der Zeit ist, ich habe die jetzt noch nicht, vielleicht kommt die irgendwann, wo du wirklich hängst und denkst, ich habe eigentlich alles schon gemacht. Was soll ich denn noch machen? Klar kannst du auf die Zugriffszahlen gucken und sagen, das Thema läuft gut. Aber nur weil es viele Leute schauen, weißt du ja nicht, ob es viele Leute bewegt.
Wenn du dann unter irgendeinem Video ein Feedback kommst, ey, habe ich gerade erst gesehen oder habe ich als Kind mal gespielt oder irgendwas, wo eine persönliche Note von Rom kommt, kann das ein Weltenwandler sein, was das Thema Motivation weiterzumachen oder Ideengabe für neue Themen angeht. Danke dir auf jeden Fall. Ja, Jirobi. Prima Challenge, Mischka. Dann oute ich mich doch direkt mal. Ja, Katze und Wolfs Geburtstagsstream hat mich dazu motiviert, mehr Kommentare unter Videos zu schreiben. Davor habe ich, wie du auch beschreibst, mir die Videos angeschaut. Daumen hoch und nächstes. Ist ein ganz normales Verhalten. Kann ich für mich auch super nachvollziehen, wenn ich irgendein Fun-Video gucke oder ein Musikvideo oder irgendwas, mache ich auch einen Daumen hoch und gucke das nächste. Das ist ganz klar, ja, Jirobi. Aber man kann das auch wieder umdrehen. Ich kenne das auch anders, dass man ein Video kommentiert und darauf keine Reaktion kriegt. Bei euch bekommt man aber auch immer eine Antwort. Manchmal sogar erstaunlich flott. Das stimmt. Und das motiviert mich als Zuschauer wieder demnächst weitere Kommentare zu schreiben. Natürlich, klar, es ist eine Kommunikation, die wir hier machen. Oder meiner Meinung nach. Es gibt einen Sender, einen Empfänger und eine Antwort. Das ist ganz klar. Wenn man da x-mal unter ein Video irgendein Feedback schreibt und nicht nur wirklich toll oder gut oder fand ich nicht so gut oder was auch immer, sondern halt sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und dann keine Antwort kriegt, vielleicht nicht innerhalb der Stunde oder des Tages, weil die Person was anderes zu tun hat, aber wirklich gar keine Antwort, das ist sehr, sehr traurig, ja, Jirobi, da bin ich bei dir. Gut, der Koali. Challenge accepted. Das freut mich sehr, Koali. Super tolles Video, du sprichst mir aus der Seele. Feedback hat mich durch die letzten 2 Monate getragen, wo ich ein kreatives Tief hatte. Ohne Feedback würden Mischka und ich nicht zusammenspielen. Ganz genau so ist es und so weiter und so weiter. Oft merkt man als SL auch nicht, wie gut manches angekommen ist. Auch für Spieler kann es, wie du schon gesagt hast, sehr toll sein zu sehen, wie die Aktionen ankommen. Hab mir angewöhnt, auf fast alles, was ich im RP-Bereich so ansehe, zu antworten. Manchmal vergesse ich es, aber meistens denke ich daran. Das ist auch vollkommen in Ordnung, Koali, dass man mal was vergisst. Aber wie du schon sagst, es war vorher schon so ein bisschen Trend, aber jetzt gerade im letzten Monat sehr, dass alle Streamer intern in den Runden, zumindest in denen ich dabei bin, wo ich es mitbekomme, dann wirklich Feedback reinschreiben. Wir als Spieler, als SLs selbst Feedback zu dem Feedback in unseren Skype- oder Discord-Runden schreiben und sich dann so eine Eigendynamik entwickelt, dass man sagt, boah, geil, oder da draußen eine kleine Szene macht, in einem Chat, wie auch immer, und sagt, boah, hoffentlich geht's bald weiter, macht gerade wieder Lust. Also sowas kann einfach nochmal der Anschub sein, der den Stein ins Rollen bringt vom Thema, wo man denkt, naja. Und wie der Koali schon schreibt, ohne Feedback würden wir nicht zusammen spielen, richtig, unter unser erstes Video damals am 24.06.2014, glaube ich. Da hat der Koali drunter geschrieben, hey, ihr drei seid ja wie Mundstuhl auf Sommerurlaub, finde ich cool. Und ja, ein bisschen miteinander geschrieben auf dem Pol. Da waren wir alle noch ganz neu auf dem Pol und der Koali war der große Admin. Ja, ein bisschen gequatscht, er sagt, ja, würde gerne mitmachen. Und ja, hat sich jetzt eine ziemlich gute Freundschaft draus entwickelt. Aus einem Satz Feedback, also Szenen, die das Leben schreibt. Und wie er halt auch schon sagt, wenn man wirklich mal tief hat, wenn einen die Arbeit ankotzt, man gerade umzieht oder was auch immer, dann können so ein paar wenige Kommentare einen da aus einem richtig tiefen Loch rausholen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Zum nächsten, der Azrael. Hi Mischka. Das sind Challenges auf YouTube, also in Mode und prompt kommst du mit einer um die Ecke, du alte Fame-Hure, du. Ja, Azrael, so bin ich halt. Nee, mal im Ernst. Ich habe mir auch schon seit etwas längerem Zeit vorgenommen, unter jedem Video, das ich komplett geguckt habe, auch einen Kommentar mit Feedback zu hinterlassen. Mit Daumen bin ich immer
noch sehr kritisch, aber naja, das ist persönlicher Geschmack, Asriel, alles gut. Ausgelöst hat das übrigens die Tatsache, dass ich selber angefangen habe zu streamen. Erst dadurch wird das, glaube ich, klar, was für, oh, da geht's noch weiter, Auswirkungen das hat, denke ich. Ich muss mal gerade auf dem Kanal gucken, tut mir leid. Da ist jemand sehr schlecht vorbereitet, Herr SL. Ja, genau. Was das für Auswirkungen hat. Ja, also klar, natürlich merkt man das erst, wenn man dadurch betroffen ist, sozusagen. Aber ja, ist auch jedem seine Sache. Ich kann das auch keinem verübeln, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mal kein Lust, Feedback zu schreiben, oder ich habe das Video jetzt so 10 Minuten geschaut und irgendwie hat es mich nicht gegriffen. Da kann ich mir noch keine Meinung drüber bilden oder wie auch immer. Schlag doch gegen deinen Popschutz. Ist alles vollkommen legitim, Asriel. Ist ja auch keine Verpflichtung, es war nur eine Anmerkung. Dann Katze und Wolf. Ein tolles weiteres Beispiel für Feedback ist das Präludium von Somi. Ja, definitiv. Also von der Arcane-Codex-Runde von Katze und Wolf. Wir haben während des Streams gefragt, ob wir das One-on-One, was ich für Ymera leite, on-air weiterleiten soll. Lange Zeit kam dazu gar nichts und wir hatten das Projekt schon abgehakt. Dann kam Nicole, die legendäre Nicole, die mittlerweile gehypt wird wie, ich habe keine Ahnung, in Einhorn mit dem W20 das würfeln kann oder so. Der Hammer. Sie schrieb dann, mich hätte es nicht gestört, wenn ihr mittendrin eine Geschichte anfangt. Eine Zusammenfassung wäre super, aber soweit ich weiß, hattet ihr euch ja dagegen entschieden. Doch vielleicht gibt es ja eine Geschichte im Forum dazu. Falls vorhanden, bitte gern den Link. Liebe Grüße. Ja, ein freundlicher Kommentar, der auch im Nachhinein nochmal was bewirken kann. Genau so ist es gedacht. Und wenn man vom Teufel spricht, schreibt sie auch direkt unten drunter, diese legendäre Nicole. Hallo Mischka, danke für das tolle Video. Du hast mich ja schon überrascht, als ich auch vorkam. Ja, was soll ich sagen? So sind wir halt. Die Überraschungseier auf zwei Beinen mit SL im Kopf und so. Ja, egal. Ich gebe zu, dass ich am Anfang immer sehr still war und es nur mit einem Daumen von mir gab, wenn es mir gefallen hat. Das ist vollkommen legitim. Umso schöner ist es für uns, für mich, umso mehr freue ich mich, dass du jetzt auch schreibst. Vielen Dank dafür. Irgendwie habe ich nicht so richtig darüber nachgedacht, mich dafür wirklich schäme. Feedback im Alltag bin ich halt einfach noch nicht so gewöhnt. Du hast recht, dass genau das wichtig ist. Je nach Art der Kritik kann man sich entwickeln, sehen, dass man auf einem richtigen Weg ist oder wo Verbesserungspotenzial herrscht. Für meinen Teil habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mir mehr Zeit dafür zu nehmen und ist mir eine Ehre, wenn ich euch meine Freude machen kann. Es ist gut, wenn man hin und wieder mal den Kopf... Ich sehe schon wieder mehr Anzeigen. Naja, sorry dafür. Mache ich beim nächsten Mal besser, nehme ich mir als eigenes Feedback direkt mal mit. Ja, Nicole, liebe Nicole, was soll ich dazu sagen? Deine Kommentare werden hier gehandelt wie Kokspäckchen. In allen Runden. Wieder Nicole hat geschrieben, sofort die ganze Spielerschaft, was, wo, schon wieder, zeig mal, ah, wie cool. Also das macht richtig, richtig Spaß mit dir. Vielen Dank dafür, du hast schon viele, viele heitere Momente bei uns gesorgt. Ganz besonders natürlich bei Katze und Wolf. Ich denke, auch in deren Namen kann ich dir da vielen, vielen Dank sagen. Moment mal kurz was trinken. Vielen Labern, trockenen Hals. Der Trollstrolch. Ich gebe manchmal sogar schon Feedback, bevor ich das Video geschaut habe. Das ist ein präkognitives Feedback. Nicht schlecht. Nämlich dann, wenn ich Fragen habe, wie beispielsweise, welches System, wo ist die Folge YY, aber längst nicht zu jedem Video. Muss, denke ich, auch nicht sein. Ja, ne, überhaupt nicht. Alles gut. Vor allem, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. Ja, der alte Spruch, meine Mama sagt immer, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, sage ich lieber nichts. Alles gut, Trollstreich, alles gut. Als Macher freut man sich aber auch über Klicks, Daumen hoch, Abo etc. Kommentare sind aber halt persönlicher.
Das ist ganz genau richtig. Also gerade du, der quasi alle Streams, die es irgendwie gibt, katalogisiert und selbst noch streamt und die auch noch schneidet, nicht so wie ich, einfach in die Kamera bubbelt und das hochlädt, ohne zu gucken, wo man niest, wo man die Nase hochzieht oder sonst irgendwas. Da, sorry, da greift bei mir das Pareto-Prinzip einfach. Und ja, definitiv hast du recht, der persönlichste Form von Feedback sind Kommentare. Klar, sind Daumen hoch, Abos und so weiter. Super schön, freut man sich drüber, ganz klar. Aber wenn einmal dann mal sowas schreibt, wie du oder wie Nicole eben, dann ist die Freude doppelt so groß. Apropos Freude, kommen wir eben zu so einem sehr fleißigen, gern gesehenen Kommentator, dem Kagrim. Hey Mischka, ein sehr gutes Video. Ich versuche meist bei Livestreams direkt im Chat mein Feedback zu hinterlassen. Bei Streams, die ich nachschaue, muss ich dir leider zustimmen, aber in letzter Zeit habe ich schon mehr Feedback als zu Beginn meines Nachschauens. Aber Feedback ist nicht nur in Streams, sondern auch im Real Life wichtig. 100% Kagrim, 100%. Ich rege mich bei Absagen auf Bewerbungen regelmäßig auf, wenn darunter steht, dass es nicht an meiner Qualifikation läge. Ich würde gern den Grund kennen, um daran zu ändern zu können. Naja, ich schweife ab. Nochmal danke für das Video. Ja, das ist richtig. Das ist ein gutes Beispiel für kein konkretes Feedback. Aber ich muss dir gestehen, dafür sind solche Absageschreiben oder Bewertungsschreiben einfach da, um keine konkreten Aussagen zu machen. Wenn du dich mal mit dem Thema Arbeitszeugnis auseinandergesetzt hast, Arbeitszeugnissprache, da ist es ja absolut kein konkretes Feedback, was drinsteht. Nur wenn man die Bedeutung der Sätze anhand eines Schlüssels kennt, dann hat man konkretes Feedback. Also, ja, ist leider so. Wieder mal Katze und Wolf. Okay, ich sehe schon, ihr wollt unbedingt mehr Feedback geben, haben, wie auch immer. Aber trotzdem freue ich mich drüber. Eine Challenge, die ich mir auch schon vorgenommen habe und hier und da auch einhalte. Aber auch nicht immer. Mein größtes Problem ist es, dass ich so einen 4-Stunden-Stream einfach mal verteilt über eine ganze Woche schaue. Und dann ist es so zerstückelt, dass mit... die Szene, über die ich noch gelacht habe, gar nicht mehr benennen kann. Aber ich denke, ich lasse jetzt einfach auch mal einen Kommentar da, wenn mir was gefallen hat, auch wenn ich nicht ganz durch bin. Ja, zum Beispiel, das ist, wenn ihr so ein verteilter Schauer seid, Zuschauer seid, sorry, Deutsch und so, zum einen, zum Thema Feedback, das ich mal bekommen habe, ja, diese 4-Stunden-Streams, mach doch was kürzer, das ist immer so anstrengend, das zu gucken. Es gibt ja eine Verlaufsfunktion in YouTube und da könnt ihr, wenn ihr auf den Stream klickt, euch den wieder anschauen, den ihr schon mal geschaut habt, und dann springt der genau in der Stelle rein, wo ihr bereits vorher wart. Nur für die Leute, die sagen, Streams sind zu lang und so weiter. Und genau das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 20 Minuten geguckt, da war eine tolle Szene, die würde ich gerne befeedbacken, also ein Feedback dazu geben, mach das. Dann steht halt unter einem Video viermal ein Kommentar, die Stelle war toll, die Stelle war toll, die Stelle war toll. Ist doch, also, wer sagt denn, dass Kommentare oder Feedback nur ein User zu einem Video schreiben darf? Hier hast du es ja auch zweimal gemacht, von daher Bombensache. Ja, ihr seht schon, es wird eine längere Sache heute. Wir sind schon 18 Minuten dran und das wird noch ein bisschen länger werden. Frosty Pen and Paper Online. Freue mich über jeden einzelnen Kommentar und nehme mir Zeit, alles zu lesen, auch zu beantworten, wenn es gibt. Ja, perfekt, genauso soll es sein, Frosty. Wenn dir schon jemand was drunter schreibt, dann auch bitte antworten. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Masse an Videos, die du auf dem Kanal hast, anstrengend ist. Aber ja, das ist halt dein Kanalmodell. Musst du mitleben. Aber du schaffst das. Ich glaube nicht, Frosty. Bist guter Kerl. So, Kolbe. Hi, Mischka. Ich wünsche mir immer längere Kampagnen. Ich binde mich gerne länger an Charaktere, sowohl als Zuschauer als auch als Spieler. Ich cutte jetzt mal hier ganz kurz. Danke, Kolbe. Freue ich mich darüber, dass das bei dir so ist. Leider... ich teile die Meinung auch. Ich mag auch gerne Serien, die interessant lange gehen, Filme, die mehrere Teile haben, Filme, die Story haben und länger gehen.
Und auch natürlich Kampagnen, wo man Heldenentwicklung, die sogenannte Heldenreise, die wir alle von Harry Potter lieben, mitverfolgen und mitfiebern kann. Komischerweise ist das beim Gros der YouTube-Zuschauerschaft nicht so. Da ist der erste oder der zweite Stream von der Kampagne mal geguckt und vielleicht noch das Finale. Und dann war es das auch schon. Die Zwischenstreams sind dann, die dümpeln so dahin. Deswegen hält mich jetzt nicht davon ab, irgendwie weiter Kampagnen zu leiten, im Gegenteil. Deswegen wird es auch weiter Kampagnen geben, aber es wird halt auch One-Shots geben, weil Kampagnen halt ja immer das Thema langer Zeitraum, über den man spielt, lange Unterbrechungen, weil irgendwann fällt mal jemand aus, das ist ganz normal. Und es kommt auch mal vor, dass eine Woche der ausfällt, zweite Woche ein anderer, dritte Woche noch ein anderer, dann hat man 3 Wochen nicht gespielt. Das ist einfach so. Das zieht so Kampagnen in die Länge. Deswegen finde ich einen guten Ding, nennen wir es einfach mal Rollenspiel-Mix aus Kampagnen und One-Shots, finde ich da schon, ja, auf jeden Fall gangbarer Weg. So, wo haben wir jetzt eben? Leider gibt es so etwas auf YouTube allgemein nicht so häufig. Wo kann ich noch suchen? Die üblichen Verdächtigen habe ich schon durch. Würdest du vielleicht auch mal häufiger sowas machen? Vielleicht ein Vorschlag von mir für deine Livestreams und Aufzeichnungen. Ich würde Profilbilder anstatt der Facecams benutzen. Man kann ja sogar zum Charakter passende nehmen. Ja, das machen wir meistens, aber echt. Oder vielleicht gleich ganz ohne Bild wie Quantum Place oder Brat in Hans. Zerstört einfach meiner Meinung nach immer die Partie. Das ist überhaupt kein Problem, Kolbe, wenn du mein Gesicht nicht sehen willst, wenn ich hier rumhantiere und Grimassen ziehe und so weiter. Spiel was dabei und hör's einfach nur. Oder lad's hier auf ein iPod runter oder auf einen anderen MP3-Player und hörst da, um Gottes Willen. Also mir geht's ja schon um die Interaktion, um die Emotion und so weiter beim Spielen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Kamera und für mich ist es genau das Gegenteil. Wenn ich gar kein Gesicht vom Spieler sehe und nur höre, kann ich die Emotionen meist nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Dann sind Witze flacherer, dann sind Erschreckszenen anders. Ich weiß nicht, ich brauche da schon einfach das Feedback des Gesichtes des Gegenüber. Das ist beim Spielen übrigens genauso. Wenn ich mit jemandem spiele, der keine Cam anhat, habe ich ein ganz anderes Feedback-Beziehung zu ihm als mit Cam. Ist einfach so. Wo wir gerade beim Thema ohne Cam sind. Serie oder Serenadity. Also, dann zwinge ich mich auch mal. Vielen, vielen Dank dafür, Serie. So, zwischen menschliche Interaktion und so. Genau, da bist du ja gar nicht gut. Ist klar. Tatsächlich fällt es mir sehr schwer, Kommentare zu schreiben und noch mehr auf Kommentare zu antworten. Obwohl ich nicht für nur den Sinn verstehe, sondern es auch unheimlich genieße, wenn eine meiner Runden Kommentare bekommt. Ich liebe es. Sie ist so toll. Ich weiß, wie sehr sich das widerspricht. Etwas. Und versuche an mir zu arbeiten. Das ist der Spirit, den wir brauchen. Aber oft denke ich dann an, ach, du machst das später, wenn dir was Vernünftiges einfällt. Und dann mache ich es doch nicht. Ja, ganz genau, das kenne ich. Meistens weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll, was mir im Übrigen auch im Real Life oft so geht. Echt, ist der Hammer. Wie ändert man das? Denn dein Anliegen ist eigentlich total unterstützenswert. Okay, jetzt bin ich etwas platt. Du bist für mich immer die Schlagfertigkeit in Person. Aber ja, hey, Gott. Ich bin da jetzt kein Lebenscoach oder Bewusstseinscoach oder sowas. Also wenn du sagst, ja, würde ich was gern zu schreiben, mir fällt nur im Moment was nicht ein, dann würde ich anfangen mit so einem, wie heißen die, Post-it am Bildschirm mit so einem großen Ausrufezeichen oder großen M für mich oder keine Ahnung, wen du da immer kommentieren willst, dass dir daran was liegt, dem Menschen zu antworten. Also dir bewusst machen,
dass du auch was davon hast, wenn du da antwortest, dann hast du da vielleicht mehr Motivation dazu. Aber das ist so was, das kann ich aus dem echten Leben sehr gut beschreiben. Je länger du Sachen hinschiebst, desto surrealer werden die für dein Unterbewusstsein, dass sie erledigt werden müssen. Das ist so das Thema Steuererklärung und sowas. Mach so Sachen einfach gleich. Das ist auch Schweinehundüberwindung, aber wesentlich weniger, als wenn die 3 Monate liegen. Glaub mir. Ich sag nur bei mir das Thema Videoschneiden und Adobe After Effects. Das mache ich nämlich jetzt schon genauso fast ein Jahr. Und ich habe mich immer noch nicht dran gegeben. Ich hoffe, es wird in den Weihnachtsferien was. Aber genau, das ist bei mir der große am Bildschirm und so, ne? Gut. Lucky Locano. Schönes Video, Mischka. Momentan schaffe ich es, bei den Streams, die ich gucken will, live dabei zu sein. Ich glaube, das sollte nicht werden, oder wie? Okay. Aber wenn ich Streams... Ah, ne, doch, ja. Aber wenn ich ältere Streams nachschaue, könnte ich mir auch mal... Könnte ich dich auch mal da lassen. Ja, bitte, klar. Und ja, du bist ja ein fleißiger Kommentator. In den Livestreams, und das ist natürlich auch das, was die Livestreams ausmacht, Lucky, und alle anderen da draußen, die Livestreams vielleicht nur schauen, und nachdem ich mal irgendwann dazu aufgerufen habe, wenigstens ein Hallo zu schreiben, ein Hallo schreiben und ansonsten schauen, es ist einfach das Gefühl von, man hat eine Tischrunde oder einfach sonst irgendwie eine gemütliche Gesprächsrunde bei sich im Wohnzimmer am Kamin mit Kakao oder, wenn ihr drauf steht, Whisky oder Wein. Und man ist einfach ein Teil der ganzen Sache und man fühlt sich auch als SL oder Mitspieler so, als wenn einfach Freunde dabei wären, die an der Sache teilhaben wollen. Das ist ein ganz anderes Feeling, als ich sitze hier und babbel in mein Mikro und hoffe, dass es jemandem gefällt, oder mir ist es vielleicht auch egal, ob es jemandem gefällt. Also das ist schon eine ganz andere Welt. Und vielen Dank dafür, Lucky. Ja, jetzt kommen wir zu Shamasa. Eine Dame, die erst seit relativ kurzer Zeit Mitglied der Nerdpool-Community ist. Wie ich aus dem Kontext ihrer Kommentare gelesen habe, früher selbst mal Rollen spielt, jetzt vielleicht nicht mehr, im Moment eher Bücher unterwegs ist. Und zu der ich zumindest schriftlich irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis aufgebaut habe in letzter Zeit. Da kommen wir gleich im Anschluss dazu, weil sie hat die Challenge auf ein anderes Gebiet ausgeweitet, was ich persönlich sehr cool finde. Aber lesen wir erstmal den Kommentar und babbeln dann weiter. Ein ganz toller Beitrag. Ich nehme mich mal an der Nase und gelobe Besserung, wobei ich jetzt dann aktuell bin und live gucken kann. Das ist doch schön. Feedback ist immer wichtig, egal wann, wie, wo, Punkt, Punkt, Punkt. Auch wenn es konstruktive Kritik ist, sehr viel wert. Die geliebte TA, Transaktionsanalyse, habe ich mal ein Video dazu gemacht. Hab's mal auf meinem Blog geteilt. Danke dafür. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mal jetzt erstmal den Markus. Oh ja, SL bedeutet viel Arbeit. Hut ab an alle, die dazu noch streamen, Let's Plays machen und so weiter. Danke, Markus. Das ist so, aber das ist Arbeit, die wir sehr, sehr gerne machen. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu dem eben angesprochenen Ausweitung auf andere Bereiche von der Shamasa, ich habe nie gefragt, wie man es ausspricht, tut mir leid. Und zwar betreibt sie einen Blog oder eine Facebook-Seite namens Mein Buch-Universum und hat da einen Artikel dazu geschrieben, Feedback-Challenge. Ich weiß, dass sich jetzt viele fragen, ob sie irgendetwas verpasst haben. Ich würde jetzt mal behaupten, bei fast allen, die meine Seite geliked haben, nö, ihr habt noch nichts verpasst. Das wird sich jetzt aber ändern. Wie ich an anderer Stelle erwähnt habe, habe ich ja auch so einige Streams im Bereich Rollenspiel entdeckt und fühle mich gerade zurückversetzt in eine Zeit, die es auch mal gab. Mehr davon später. Auf jeden Fall bin ich beim lieben Mischka über einen tollen Beitrag zum Thema Feedback gestolpert. Logischerweise bezieht er sich auf die Rollenspiel-Community, aber ich bin dafür, dass das ausgeweitet wird. Guckt euch unbedingt das Video mal an, es lohnt sich wirklich. Feedback ist so wichtig. Hier beende ich jetzt einfach mal das Vorlesen. A, weil ich kein toller Vorleser bin und B, weil ich euch das unten verlinken werde, könnt ihr euch gerne mal angucken auf Facebook, Mein Buch-Universum.
Ja, richtig. Feedback ist so wichtig. Sieht man daran, sie hat unten drunter ein Foto von einem Brief, den sie bekommen hat, von einer Kundin, wie sie schrieb, zum Thema, oder der ihr Feedback gab, was ihr sehr viel Motivation gab. Richtig, Feedback ist super wichtig. Und als Beispiel dafür aus dem Real Life, ich zitiere oder erzähle jetzt mal eine Anekdote von einem sehr guten Freund von mir, der, sagen wir mal, semi-professionell im Bereich Musik unterwegs ist, da schon lange, lange Instrumente lernt, in Vereinen ist, das Thema zu dem Thema studiert und so weiter. Und der ist in einem Chor. Und der ist auch immer so, ah, Feedback, ja, pff, kann, muss nicht, weiß ich nicht, schauen wir mal. Und gerade jetzt seit dem Thema Feedback-Challenge haben wir da ein bisschen öfter drüber geredet. Lass uns doch mal Feedback geben zu Themen, die uns gerade bewegen. Und in diesem Chor, in dem der Mensch ist, gibt es Leute, die sehr ambitioniert sind, wie zum Beispiel er, weil er da halt einfach von der Pike bei dem Thema mit dabei ist, und Leute, die gehen da quasi als Freizeitbeschäftigung hin, um mal Menschen zu treffen, die man ja sonst die Woche über nicht sieht, um ein bisschen zu quatschen, weil sie vielleicht auch gern singen, aber da ist keine harte Ambition hinten dran. Und das ärgert natürlich sehr stark ambitionierte Menschen schon. Das ist ja so ähnlich, wie wenn ihr in einem Stream sitzt, zu einem Rollenspiel, wo ihr sagt, hey, finde ich geil, ist genau mein Ding. Und ihr seid da halt der super ambitionierte Rollenspieler, so wie, ja, weiß ich nicht, Claudine zu Hotney, Yamera, die halt wirklich sich mit ihren Charakteren identifizieren, in die Rollen reinschlüpfen, die ganze Mimik, Gestik, Sprachverhalten ändern, sich vielleicht besondere Sätze für den Charakter zurechtlegen. Ich denke da immer an die lateinischen Charaktere von Claudine, lateinische Sätze des Charakters von Claudine in Bio-Inks. Boah, grauenvoll. War vor Arevor. Ich hab vergessen, wie die Runde ist. Tut mir furchtbar leid. Egal. Auf jeden Fall, das war ein schönes Beispiel dafür. Ich verleg die Runde und tut mir leid, ich habe gerade einen Blackout. Ich habe mich gerade über drei Themen verhaspelt. Auf jeden Fall, wenn du ein, zwei so extrem ambitionierte Leute hast, die halt sagen, da wollen wir einen richtig tollen, atmosphärischen Abend schaffen, der uns aus was auch immer, Alltagssachen, die uns nerven, für eine halbe Stunde, Stunde, zwei, drei rausreißt und wir uns einfach in die Szene vertiefen können und das genießen können. Mit allen Sinnen. Richtig, richtig toll, richtig, richtig tief. Einfach mal abschalten. Und dann habt ihr einen zweiten Spieler mit dabei, der dann die ganze Zeit auf dem Handy spielt, sagt, Alter, ich zieh dem gleich eine mit meiner Wumme rein. Wir spielen DSA. Es gibt hier keine Wummen. Ist doch egal, ich mach den platt, ey, los, lass mich mal würfeln auf Crit und so. Dann überlegst du dir, der Mensch braucht ein Feedback, und das ist auch eine Situation, die besprochen werden soll. Entweder sagen dann alle, okay, wir gehen auf das Alter-Wummen-Niveau runter und das macht uns Spaß, dann kommt da aber bestimmt kein atmosphärisches Rollenspiel raus, oder man gibt dem Typ Feedback und sagt, pass mal auf, ich gehe mit der und der Erwartung hier hin. Entweder kommen wir da überein oder unsere Wege trennen sich halt vielleicht. Und um wieder auf das Thema mit dem Chor zurückzukommen, das war schon lange, lange Thema, dass der gute Freund sagte, ich bin da nicht glücklich, ich habe so Spaß an dem Thema Chor und Singen, aber die Menschen versauen mir das. Und sag ich, hey, Feedback, reden, reden, reden. Und ja, mittlerweile sind sie so weit, dass sich andere Leute aus dem Chor ihm bedanken für Feedback, das sie von ihm bekommen. Also eigentlich eine Expertenmeinung. Was ist wertvoller, als wenn ich in einem Feld unterwegs bin, wo ich noch Laie, im besten Fall fortgeschrittener Laie bin oder Anfänger, fortgeschrittener bin, und ich kriege Feedback von einem Profi oder Semi-Profi. Es gibt nichts Wertvolleres, und das ist genau der Punkt. Ja, ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall so viel zum Thema Feedback. Danke dafür. Für alle, die geschrieben haben, für alle, die schreiben wollten und sich da nicht aufraffen konnten. Ihr habt es wenigstens probiert, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Natürlich gab es auch Feedback, wo ich jetzt sagen würde, es ist nett, dass du mir das so offen mitgeteilt hast.
ich nehme da jetzt nicht so viel für mich heraus, aber es ist halt deine Meinung. Also zum Beispiel, ich nenne jetzt den Namen nicht, eine Privatnachricht auf dem Nordpol. Er macht selbst ganz gern kurze Feedbackrunden nach seiner Runde. Ja, wie soll ich sagen? Aber es gibt halt Regionen in Deutschland, die eher maulfaul sind, deswegen er dann so selbst nicht schreibt. Für frische Spielleiter und junge Menschen ist Feedback wichtig und konstruktiv. Bin ich voll dabei, das ist voll in Ordnung. Nur im nächsten Atemzug, ich hätte nicht gedacht, dass dir Feedback und Kommentare so wichtig sind. Bei den Unmengen Videos, die du machst. Ich habe immer gedacht, du wärst jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und weißt, was du bist und was du machst. Ich weiß schon, was ich bin und was ich mache und ich sitze gerade auf dem Stuhl, deswegen weiß ich nicht, wie wir jetzt mit den beiden Beinen im Leben stehen. Kommentieren soll, aber... ja, gut. Wir nehmen mal den Mutterspruch und so. Also, nur weil man schon einen Haufen Videos gemacht hat, heißt das nicht, dass einem die Meinung der Leute, die dir zuschauen, total egal ist und dass man die für irgendwas braucht. Natürlich brauche ich die. Es ist wie bei allen Sachen Motivation und es ist bei allen Sachen Menschlichkeit. Wir sind hier in irgendeiner gearteten Art, in einer gearteten Art, sehr gutes Deutsch, Mischka, auf einer Kommunikations- und Beziehungsebene. Und wenn es die stille Beziehungsebene des Zuschauers ist, habe ich, auch wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie klingen mag, immer noch geringen Einfluss, oder ich nenne es einfach mal Einfluss, wie hart will ich nicht werten, auf die Person, die zuschaut. Ob ich jetzt da dazu bringe, dass sie sagt, Alter, was ist denn das für ein Penner? Den Mist mache ich aus, den gucke ich nie wieder an. Das wäre jetzt der negativste Einfluss, den ich mir einfallen lassen kann. Aber auch wie, ich habe da Spaß oder ich werde es weiterempfehlen, ich werde es gucken, wie auch immer. Also der Einfluss ist da. Und wenn ich schon Einfluss habe, würde ich auch gerne mit der Person ins Gespräch kommen. Die hat ja dann dadurch mich Einfluss. Also nach Watzlawick, es gibt keine Nicht-Kommunikation. Selbst Schweigen ist eine Kommunikation. Ja, gut. Ich glaube, nach 37 Minuten Monolog und so, war das erstmal der erste Wurf zum Feedback, zur Feedback-Challenge. Ich nehme mir jetzt vor, einfach immer am Ende eines Monats, wobei das jetzt genau heute soweit wäre, mir die Kommentare oder schönsten Kommentare, je nachdem wie viel es sind, also die für diesen Monat waren es wie gesagt 76 konstruktive oder Kommentare mit Inhalt, mit Masse, die werde ich jetzt nicht im nächsten Video alle vorlesen. Ich werde mir da die mir vorstellenswertesten rauspicken, werde die vorlesen, was hier einfach... daran teilhaben könnt. Ich meine, ihr könnt es auch einfach lesen, aber auch einfach an meiner Emotion, die ich fühle, wenn ich diese Kommentare lese, teilhaben könnt. Und ja, das habe ich jetzt so vor. Könnt ihr mal ein Feedback dazu geben. Es ist ja Feedback-Challenge. Wortwitz, Mischka, du Alter. Ja, lassen wir das. Gut, dir vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat dir gefallen. Hast ein bisschen was mitgenommen. Wäre natürlich das Allerbeste. Und ja, Feedback-Challenge, ihr kennt das Thema. Schreibt was drunter. Ist das alles Quatsch, was ich mache? Oder könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das teilen? Also, gedanklich teilen, mitteilen, nachteilen. Ich bin raus. Ja. Gut, ciao, bis zum nächsten Mal.